Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hottos Andersgarten. Schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und gleich geht's los. So, hier ist mein Blick auf den Garten von außen und ich bin jetzt erstmal unterwegs. Ich möchte mir mal ein Feld anschauen. Und dann geht's in den Andersgarten. In meinem Alltag bin ich normalerweise nur zwischen Hausgarten und Andersgarten unterwegs. Und gestern war ich aber mit meinem Mann mal ein Stückchen spazieren, einfach nur hier direkt vor der Haustür sozusagen. Und da haben wir hier dieses Feld entdeckt. Und ich war sehr zufrieden mit dem Anblick. Und das wollte ich euch jetzt auch mal zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich um eine Brache handelt, weil ich kann nicht wirklich was entdecken, dass da irgendeine Frucht angebaut wurde. Aber ist das nicht schön, wenn mal der Mond zur Blüte kommt? Und das ist hier das ganze Feld. Ich hoffe, dass die Windgeräusche nicht so schlimm sind. Es geht hier doch ein ziemliches Lüftchen. Es könnte ja durchaus sein, dass das so eine Ausgleichsfläche, nennt sich das, glaube ich, von der Landwirtschaft ist. Das Schlimme ist nur, dass bei uns das Wetter so kalt und nass ist, dass kaum Hummeln und Bienen fliegen. Also ich habe das in diesem Jahr beobachten müssen, dass auch im Andersgarten kaum Insekten unterwegs sind. Und ja, nun kommt der Wind noch dazu, da ist auch erstmal nichts unterwegs. Aber das Angebot an Futter ist zumindest da. Und auf der anderen Seite des Weges sind die Blumen noch vielfältiger oder einfach schon weiter entwickelt. Hier haben wir außer dem Mohn dann noch die Kornblume und auch die Kamille, was so typische Ackerpflanzen sind. Ja. Schön, oder? Und jetzt mache ich mich wieder auf in Richtung Andersgarten. Und da kann ich euch berichten, was aus meinen Recherchen und Überlegungen geworden ist bezüglich der Öffentlichkeitsmachung des Gartens. Also, dass der Garten frei zugänglich hätte sein sollen dürfen. Wir haben uns dagegen entschieden. Ganz einfach, weil wir nicht abgesichert waren. Also es gibt dafür keine Versicherung. Schilder wie Betreten auf eigene Gefahr oder Elternhaften für ihre Kinder sind mehr oder weniger nutzlos, weil nicht rechtskräftig, wenn dann was passiert. Ja, und allein das. Und diese finanzielle Angst, die dann so auf uns zukam,
was ist, wenn wirklich was passiert, wenn jemand umknickt oder ein Kind doch mal kurz unbeaufsichtigt ist. Ich habe ja viele Giftpflanzen stehen, auch fruchttragende Giftpflanzen. Und das war uns einfach viel zu heikel. Und deswegen werden wir den Garten nicht täglich zugänglich machen, also frei zugänglich machen, sondern weiterhin nur zum Tag der offenen Gärten oder wenn sich mal jemand privat anmeldet, um eine Führung zu bekommen, dann ist das was anderes. Dann ist man dabei und hat die Menschen persönlich halt im Kontakt, kann denen das vorher erklären und auch Einfluss nehmen. Ich denke mal, das ist die bessere Lösung. Außerdem ist man ja zum Tag der offenen Gärten auch über diesen Verein rechtlich abgesichert, also versichert. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Stelle. Da wächst Johanniskraut. Und dann mache ich erstmal die Kamera aus, bis ich wieder im Garten bin. Das ist Johanniskraut. Ein relativ bekanntes Heilkraut. Wir sind angekommen im Garten. Und hier diese Gartenbank, beziehungsweise die da mal stand, die ist gerade zur Reparatur zu Hause. Mein Mann kümmert sich darum, dass man da auch weiterhin gefahrlos drauf sitzen kann. Und hier sehen wir gleich mal den gelben Fingerhut. An den komme ich ja sonst relativ schlecht ran, wenn hier die Bank davor steht. Jetzt kann ich es euch mal ein bisschen näher zeigen. Der blüht recht dankbar. Ah, eine Hummel ist auch schon mal unterwegs. Oder eine Wildbiene? Aber manchmal kann man es kaum unterscheiden. Und ich bin da halt auch kein Fachmann. Und ich habe mich da auch noch nie so tief reingekniet. Weil ich halt hauptsächlich mich auf die Pflanzen konzentriere. Und mich damit beschäftige. Hier liegt meine Gedächtnisstütze. Das heißt, ich wollte den Weg ja hier weniger betreten, wegen der Molche und Eidechsen, die hier in dem Bereich leben, dass ich nicht jedes Mal in den Tümpel gucken möchte. Ja, und wenn der Stock nicht hier liegt, fällt mir das sehr schwer. Gibt ja jetzt den anderen Weg. Beziehungsweise muss man jetzt noch vorsichtig sein, den zu betreten. Kann man nur ganz am Rand, weil hier mittlerweile auch die Rasensaat aufgeht. Ja, nur die Schnecke hält sich wieder nicht dran. Die latscht da fröhlich drüber. Ja, aber ich bin froh, dass es so gut aufgegangen ist. Ich hatte schon Bedenken, wenn es dann schnell wärmer und heißer wird, dass der Samen nicht mehr aufgeht. Weil normalerweise soll man den ja im April ungefähr aussehen, um die besten Chancen zu haben. Aber es hat geklappt. Und jetzt muss ich halt nur darauf achten, dass es nie austrocknet, bis die Graspflanzen halt wirklich groß genug sind, um sich da auch gegen Trockenheit durchzusetzen. Hier im Nistkasten, ich weiß nicht, ob ihr es zwitschern hört, da ist schon die zweite Brut geschlüpft und das sind Sperlinge.
die schwarzen Johannisbeeren, die fangen jetzt auch an sich zu färben. Die sind noch nicht reif. Ich habe schon mal probiert, aber die brauchen noch ein paar Tage. Und hier sonnt sich wieder eine Eidechse. Das sind hier die Knospen vom Medesüß. Das ist eine Heilpflanze. Und so sieht es in der Hotspot-Zone aus. Hier ist der Ziest, macht jetzt auch Blüten. Dauert noch ein bisschen, bis die aufgehen, aber die Ansätze sind da. Das habe ich ja jetzt erst im Frühjahr angelegt, das Beetchen. Hier ist der hohe Ziest, der blüht weiß. Und hier habe ich dann noch Glockenblumen gepflanzt. Das ist die Knäuel-Glockenblume, die hier schon blüht. Ja, und auch hier sind jetzt zumindest ein paar Blumen schon offen. Mit der Mohn, brennende Liebe. Im Hintergrund in der Hecke dieses Klettergewächs, das ist die Zaunrübe, die blüht jetzt auch. Und hier hinten blüht noch das Leimkraut und Knauzchen und Witwenblumen, Skapiosen. In dieser Ecke habe ich Klee stehen lassen. Rotklee und Weißklee. Die wilde Möhre wird auch in diesem Sommer blühen. Etwas Lavendel auch an dieser Stelle. Und hier ist das ebenfalls neu angelegte Beet mit den Wicken und den Kleearten. Und die sind jetzt auch schön in Blüte. Nur in diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass kaum Insekten fliegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Würde mich mal interessieren. Weil obwohl hier so ein Angebot ist, mehr als in der Umgebung, ja, ist hier nichts los. In der Dache trocknen gerade Kräuter. Da habe ich Thymian reingemacht und Rosenblüten. Das wird mit in den Tee gemischt. Das Mutterkraut blüht hier.
Ja, die Nachtviolen sind jetzt fast alle verblüht. Hier kommt eine Karde, eine Distel. Und hier steht noch mehr Mutterkraut. Mit Bienenkäfern drauf. Daneben wächst dann wieder Fingerhut, Dost, die neu gepflanzte Bergaster. Diese hier. Und auch Natternkopf. Hier wird es auch bald losgehen. Das ist nochmal ein Natternkopf, der vor der Königskerze steht. Und die hat jetzt eine ganz tolle Blütenkerze hochgetrieben. Da freue ich mich schon drauf. Und hier freue ich mich auch drauf. Das sind nämlich die Erbsen. Ja, das mag ich halt. Die Erdbeeren, da haben wir ein paar ernten können, wenn wir schneller waren als die Schnecken. Da ist jetzt kaum noch was dran. Ja, aber die Pflanzen stehen gut da, auch die Zwiebeln dazwischen stehen recht gut da. Will ich mich nicht beklagen. Hier hängt noch was. Ansonsten war es in diesem Jahr eine sehr spärliche Ernte. Wir hatten nie genug, dass wir einen Trockenboden hätten machen können. Hier habe ich die Zucchini gepflanzt. Hier sind die Buschbohnen. Den habe ich noch mal Kompost gegeben. Und auch wieder eine Mulchschicht aufgebracht, damit immer schön die Feuchtigkeit im Boden bleiben kann und halt auch Nahrung nachkommt. Das sind zwar Schwachzehrer, aber so ganz ohne kommen die halt auch nicht aus. Bei den dicken Bohnen, da sieht es sehr mau aus. Da haben wir nur vereinzelt welche dran, weil wir am Anfang ganz, ganz viele Schnecken hatten, die uns dann immer schon die Blüten weggefressen haben. Und dann habe ich regelmäßig abgelesen, dann ging's. Aber dann fing es an, dass so viele Blattläuse und damit natürlich auch ganz viele Ameisen dran waren. Und die haben dann halt auch den Pflanzen geschadet, ja, sodass die wenig angesetzt haben. Da müssen wir mal gucken, wie sich's entwickelt. Und ich habe hier eine Zwischenpflanzung schon gemacht. Das sind rote Beete. Die stehen hier halt dazwischen und werden dann auch mit groß. Und wenn die dicken Bohnen abgeerntet sind, also auch das Laub weg ist, dann haben die mehr Platz, mehr Licht. Und dann werden die dann noch ein bisschen dicker werden. Genau. So, hier in dem ersten Kastenbeet, in dem Hochbeet, habe ich eine Gurkenpflanze. Die macht erstmal männliche Blüten. Dann muss man erstmal gucken, wie das weitergeht. Und hier ist eine Kürbispflanze, die auch noch nicht wirklich Fuß gefasst hat. Aber die hat eigentlich auch alles, was sie braucht. Die hat Kompost noch mal oben drauf bekommen, Mulchschicht, genügend Feuchtigkeit, Licht. Also die muss nur sich selber aufrabbeln. Dann
da ich ja nicht wusste, dass in der Hotspot-Zone die Wegwarte so gut durchkommt, hatte ich hier im Hochbeet mir welche eingepflanzt, als Wühlmausschutz sozusagen, also geschützt vor Wühlmäusen, weil das ja unten drunter das Gitter hat. Und die sind auch alle gut gekommen. Und hier sind noch die Rapunzelglockenblumen am Rand. Die hatten es sehr schwer, da gehen die Schnecken sehr gerne dran. Also ich habe dieses Jahr zwei verschiedene Sorten Glockenblumen ausgesät und hatte da ganz große Probleme, die hier auszuwildern, also auszupflanzen im Garten. Da habe ich euch mal kurz Schatten gegeben. So. Aber dennoch stehen sie ganz gut. Bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob die in diesem Jahr noch blühen würden, aber ich denke mal erst im nächsten Jahr und da muss ich es erst mal zeigen, ob sie gut über den Winter kommen. So, jetzt stehe ich hier mittendrin im Gemüse. Kann noch mal rumschwenken. Und hier vorne sind noch mal Erdbeeren, Zwiebeln, Knoblauch. Und im Kiwi-Beet, da hat sich noch nichts weiter getan. Da sollen ja später mal Tabakpflanzen von meinem Sohn drauf. Und hier habe ich schon zweimal nachgepflanzt. Das sind Stangenbohnen. Und die haben es hier auch schwer. Da ist der Schneckendruck richtig groß. Ja, mal gucken. Ich habe mich auch noch nicht getraut, die Zucchini hier reinzupflanzen. Die zweite, die ich habe. Die Kapuzinerkresse, die wächst aber hier ganz gut. Da ernte ich mir immer die Blüten. Die schmecken sehr lecker und ja, sehr würzig und sind auch sehr gesund. Hier könnt ihr sehen, dass wir dem Lavendelfeld in Anführungsstrichen eine kleine Stütze gegeben haben, dass sich die Sträucher nicht so sehr in den Weg legen. Und ja, die stehen auch in Startlöchern. Irgendwann brechen die Blüten auf, also die Knospen. Ja, bei unserem Käferkeller kann ich euch sagen, dass der jetzt anfängt, sich mächtig zu setzen. Das bedeutet, dass im unteren Bereich schon die Zersetzung der ganzen Holzstücke vorangeschritten ist und da eine ordentliche Mulmschicht unten drunter sein wird. Also der fällt dann nach und nach zusammen, aber wir machen natürlich auch immer wieder frisches Holz drauf. Der Marzipansalbei, der blüht auch wieder schön dieses Jahr. Aber seht ihr, da ist kaum was los an Insekten. Die Sonne scheint. Und es ist, ich glaube, ungefähr 10 Uhr. Also normalerweise müsste hier viel mehr los sein. Es ist erschreckend. Es wird schon mancherorts einiges getan für den Insektenschutz, aber das reicht immer noch nicht aus. Das müsste viel ja, strukturierter und auch mit Auflagen geschehen, dass ich da noch mal was wirklich schnell verbessern kann. Die Brombeeren scheinen in diesem Jahr sich durchzusetzen. Also es kommen gut neue Triebe.
Und der Wein treibt auch. Hier seht ihr Natternkopf, der außerhalb des Beetes gewachsen ist, aber den behalte ich. Deswegen ist da hier auch ein kleines Zäunchen drum, damit jeder drauf achtet und da nicht mäht oder drauf läuft. Hier ist noch einer, der hat aber Ameisen zu Besuch. Da weiß ich nicht, ob der es schafft, wer stärker ist von den beiden. Und hier drinnen wachsen schon die Natternköpfe fürs nächste Jahr. Dann haben wir hier die Glockenblumen, die zarten. Da weiß ich gar nicht, was das für eine Art ist. Habe ich auch noch nicht mich drum gekümmert. Der Waldziest, der ist jetzt in voller Blüte. Der hat hier auch sehr nahrhaften Boden, weil er direkt neben dem Komposter steht. Das hier ist ein Zweig vom Faulbaum. Da seht ihr die Früchte. Ja, und die Zaunrübe, die darf man nicht unterschätzen, wenn man die sich in den Garten holt. Die rankt überall hin. Die hat so eine Wuchskraft. Aber hier darf sie das ja auch und soll das auch, weil überall, wo sie hinwächst, blüht es dann. Das ist hier wieder der Faulbaum. Und auch da
ist die Zaunrübe schon gelandet. Blüten sind noch zu. Aber wenn die blüht, wunderschön. Ganz viele kleine grünlich-gelbe Blütchen. Also ich habe hier zwei Faulbäume drin. Hier hinten ist eine Weide, jetzt in der Mitte zu sehen. Die wird dann immer wieder zurückgeschnitten, dass das kein Riesenbaum wird. Das ist Brunus padus, die Kirsche. Und das ist hier hinter der Pufferzone am Zaun vom Nachbarn. Das war es erstmal für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Alles Liebe, eure Gitta aus dem Hortus Andersgarten.